Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Driver Parallel Lines. In der vorherigen Mission haben wir ja versucht, Bishop zu töten. Das Ganze hat ein bisschen länger, ja, mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Deswegen versuchen wir das Ganze nochmal von vorn. Die Szene können wir auch überspringen, weil haben wir ja schon häufig genug gesehen. Jetzt erstmal wieder die richtige Waffe auswählen. Versuchen wir nochmal hier lang. Na gut, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber immerhin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wird er nur wieder auf mich. Natürlich, er hat mich ganz Dreck getroffen. Ja, nehmen wir nochmal das Motorrad. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann schauen wir, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie schaffen. Ja, erstmal wieder dahin ist. Mittlerweile kenne ich den Weg. Ja, gut, das sagt er immer. Ja, versuchen wir nochmal unser Glück. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie schön, dass man nichts gesehen hat durch den Busch, aber da liegt er tot im Graben. Und ja, erledigt. Bishop ist tot. Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Ja gut, da wir Bishop ja jetzt erfolgreich umgelegt haben. Mein Gott, was geht denn hier mit den Leuten ab? Haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Ich gehe mal hier aus dem Weg, bevor die Leute hier völlig ausrasten. Haben wir ja noch ein paar weitere Missionen, nämlich einmal hier Bärenkäfig und dann haben wir noch hier den Hausschrotter. Ja, das klingt doch auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, dort springen wir dann einfach mal hin. Wie gut, dass wir direkt hinter der Tür sind. Geht das hier auf? Na gut, eigentlich wollte ich die Mission jetzt nicht ohne Auto starten. Aber egal, das machen wir jetzt einfach mal. Mal schauen, was so Ich passiert. habe Slings Leiche in den Kofferraum von Corrigans Limo gelegt. Wir können mit dem Auto zu seinem Haus in Englewood fahren. Park's in seiner Garage und hau schnellstens ab. Du wirst dort seine privaten Sicherheitskräfte antreffen. Sind alle Ex-Knackis oder Armeeleute? Um an Corrigan ranzukommen, müssen wir die Typen zuerst ausschalten. Okay, wir müssen die Limousine holen, in Corrigans Garage parken, die Bodyguards töten und fliehen. Vier einfache Punkte, die allerdings doch wahrscheinlich nicht ganz so einfach umzusetzen sind. Okay, das ist natürlich jetzt schon mal unpraktisch, dass wir. Mittendrin vor den Cops starten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo müssen wir denn hin? Ach, das ist ja gar nicht weit. Okay, fahren wir jetzt erstmal hier lang, dort zu der Limousine hin. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Cops da was gegen haben, wenn ich mich einfach hinter das Steuer setze und sage, so, ich fahre das Ding jetzt. Ja, natürlich fährt die jetzt los. Soll ich da jetzt nur hinterher oder soll ich die irgendwie anhalten? Na, steigt doch aus, macht. Der muss die Tür natürlich zumachen. Ganz brav, wie so ein ehrenhafter Bürger das macht. Mein Gott, die sind aber auch nicht zimperlich hier, ne? Machen die denn da? Hallo, da sind Cops. Ja. Okay, der macht schon mal nichts mehr. Der wird auch nichts mehr machen. Ah, oder doch? Nee, doch nicht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Na gut, fahren wir jetzt mal zu der Limo.
in der Hoffnung, dass nicht ganz so viele Polizisten im Weg sein werden. Man sieht die Limo schon mal als Pfeil, das ist schon mal hilfreich. Auf der Karte sind noch keine Cops zu sehen. Jetzt natürlich schon. Ach schade, aber die hätten mich fast übersehen. Das wäre sehr angenehm geworden. Gut, wo will die Limo jetzt wohl lang? Bring die Limousine in die Garage. Warum muss der die Tür auch nur immer so brav zumachen? So, dann fahr mal. Ich dachte, das ist die Limo von irgendeinem wichtigen Typen. So, dass das auch irgendwie... Okay, die KI ist auch wieder nicht so grandios, aber was soll's. Wir fahren einfach mal zu dem Punkt hin, der uns da auf der Karte angezeigt wird. Wie weit müssen... Ach du... Ist klar. Okay, das kann also noch ein bisschen dauern, bis wir dorthin gefahren sind. Wahrscheinlich werden wir auf dem Weg auch wieder 10 verschiedene Polizeifahrzeuge treffen. Aber was ich mir vorstellen kann, wenn man jetzt doch hier links abbiegt. Da kann man doch immer über die Wiese ausweichen. Das ist doch bestimmt praktisch. Und wenn ich das dann mache, dann können die mich ja nicht erwischen. Probieren wir einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Bei meinem Glück überschlage ich mich gleich mit der Limousine und lande im Wasser oder so. Also halt das Übliche, was so passieren kann. Aber was soll's. Ja, gut, ein bisschen Schwund ist immer, wenn da so ein paar Personen im Weg stehen. Ich meine, wir hupen ja schon. Was soll man denn noch machen? Na, jetzt wird's interessant. So, jetzt ist nämlich ein Polizeiwagen, der uns theoretisch sehen könnte. Oder zumindest die Personen, die dort durch die Gegend fliegen. Wir wurden auch jeden Fall irgendwie gesichtet, gesehen, wie auch immer, wie man das sehen möchte. Ja, ich fahre jetzt aber trotzdem mal lieber wieder hoch. So das Übliche, was man mit einer Limousine halt macht. Wie weit müssen wir denn noch? Okay, ganz so weit ist es nicht mehr. Und solange ein Kopf auf der Karte ist, ist das auf jeden Fall schon mal von Vorteil, weil dann wird kein neuer positioniert. Zumindest solange man nicht verfolgt wird. Auf jeden Fall schon mal praktisch. Nur jetzt müssen wir hier über diese große Brücke. Und da wird dann wohl oder übel mindestens ein Kopf erscheinen. Mal abwarten. Immerhin ist eine Mauer dazwischen. Heißt also, uns kann nicht ganz so viel passieren. Ja, perfekt. Und die Mauer hat schon mal geschützt. Der kommt nämlich nicht wirklich klar darauf, dass da jetzt... Ja, schade. Das hätte ja klappen können. Und gleich kommt bestimmt noch die Meldung, du musst jetzt die Cops loswerden. Was auf jeden Fall sehr ärgerlich wäre. Ja, natürlich. So, du Cop, jetzt... Ja, ziel doch auch auf den Cop, mein Gott. Also das mit dem Zielen ist mal so gar nicht hier. Da vorne. Da. Mein Gott, ziel doch einfach auf den. Also die Zielerfassung ist unter aller Sau. Ich glaube, hier ist es. Edle Hütte, was?
So habe ich es mir immer vorgestellt. Jetzt schießen die auch schon auf mich. Schießt also auf euer eigenen. Lasst die Limousine stehen. Liebend gerne. Gut, dass wir schon so viele Energie verloren haben. Erledige alle Wachen. Liebend gerne. Wow, 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 wow. Das fängt ja gut an. So, da war einer. Ja, sehr schön. Wo ist denn da einer? Das ist doch nur ein Auto. Na, da weiß ich jetzt nicht, was der da gesehen hat. Doch, da war einer. Na gut. Gehen wir erstmal zurück. Hier gibt es nämlich bestimmt auch noch irgendwelche interessanten Sachen. Ein Medipack, eine Minigun. Ich glaube, das war schon mal eine ganz gute Wahl, dass wir zurückgegangen sind. Oh, nicht schlecht. Da beschwere ich mich auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes, außer das Medipack? Na, ich bleibe aber trotzdem hier bei der. Da sind wir. Meine Vermutung war immerhin richtig, dass sich dort jemand drinne befindet. Schleichen wir mal hier weiter um das Haus. Da hinten, da wird bestimmt auch wieder jemand drinne sein. Dann gehen wir mal andersrum. Wow. Wo hat mich denn jetzt hier einer gesehen? Ach, da. Ich habe auch immer das Glück, dass genau dann nachgeladen werden muss. Auch den konnte er treffen. Puh. Den treffe ich doch jetzt, oder? Sehr schön. Ist auf jeden Fall gut, dass hier so viele Medipacks herumliegen. Das schon mal. Auf jeden Fall benutzerfreundlich. Zumindest freundlicher als die ganzen So, jetzt ist da bestimmt noch wieder irgendeiner. Ich dachte, diese Typen wären Profis. Das war auf jeden Fall ein guter Kommentar. Weil so viel haben wir jetzt ja auch nicht gemacht. Nichts wie weg. Okay, ich habe gehört, wir schnappen uns hier einen von diesen dicken Limousinen. Weil die werden bestimmt gepanzert sein. Hoffe ich doch zumindest mal. Hängen die Cops ab. Liebend gerne. Fahren wir mal mit Vollgas. Das ging ja bisher fix. No, perfekt, das war ja einfach. Okay. Und wir haben eine neue Waffe beim Unterschlupf. Da springen wir doch dann mal eben ganz schnell hin. Und gucken uns die Waffe mal an. Müsste jetzt eigentlich diese Minigun sein. Gehe ich zumindest mal von aus, weil ich meine, die hatten wir vorher noch nicht. Wo haben wir die denn hingelegt? Da. Mittendrin. Ja, sehr schön. Da kann man doch bestimmt auch ordentlich mit rumballern. Und von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Gehen wir doch mal raus. Bis dann, der Punkt.